Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Perl und wir sind jetzt auf dem Weg nach Erzelingen und dort wollen wir unseren ersten Orden gewinnen. Aber ob das gelingen wird, Fragezeichen, das ist die Frage. Erstmal müssen wir hier durchs hohe Gras und gegen diesen Trainer wohl kämpfen und so ist es auch. Ein Kampf? So kann ich... Was steht da? So kann ich sehen, ob ich für eine Arena-Herausforderung bereit bin. Ah... dachte, der Text führt irgendwo anders hin. Deshalb kam das mir recht komisch vor. Oh, Macholo. Ich denke, dass wir dort lieber Schillast einsetzen, denn Schillast hat doch da einen Vorteil, oder nicht? War doch so. Da bin ich mir wiederum wieder unsicher, weil Macholo ist doch auch ein... Oh, Kampf-Pokémon! Und ich dachte, das bringt sehr viel. So, mal schauen, ob das was bringt. Ich hoffe es. Nee, nicht so viel. Aber naja. Machen wir weiter. Ich denke diesmal... Nein, nicht Panzerschutz! Da habe ich mich versehentlich verklickt. Versehentlich. Anführungszeichen. So, jetzt setzen wir Tackler ein. Jetzt ist auf jeden Fall unsere Verteidigung verstärkt. Aber das wäre gar nicht nötig gewesen. Ein Fußkick seinerseits. Und wir kommen wieder mit Tackle. Und somit reicht ein weiterer Angriff unsererseits, um ihn zu bezwingen. So ist es. Hat er noch ein Pokémon? Fragezeichen. Ich denke, dass wir nun... Scheint, dass ich noch nicht für eine Arena-Herausforderung bereit bin. Plus 112 Pokédollar. Ich denke, dass wir Schillast erstmal an die erste Stelle setzen. Damit er stark genug ist nachher für den Arena-Kampf. Und sie will auch kämpfen. Ich habe einen hübschen Orden vom Leiter der Erzelingen-Arena. Sie hat schon gewonnen, tatsächlich. Mal gucken, wie stark ihre Pokémon sind. Staralili. Level 5. Und mit dem Team hast du dann den Arenaleiter besiegt. Wie stark ist dann der Arenaleiter? Kann er ja gar nicht so stark sein. Also ich will ihn jetzt nicht unterschätzen oder so. Aber mit Level 5 Pokémon... Nein, also ich denke, der Arena-Leiter ist stärker. Der müsste stärker sein. Alles andere kann ich mir gar nicht vorstellen. So, Staralili ist gleich besiegt. Staralili. Und zwar genau jetzt. Oder jetzt kommt voll das Imba-Pokémon. Weil sie hat ja zwei Pokémon. Bidiza, aber... Bidiza würde ich nicht als Imba-Pokémon einstufen. Also ich will Bidiza nicht unterschätzen. Auch Level 5. Gut, dann machen wir einfach mit Schillast weiter. Immer weiter, immer weiter. Heuler. Somit wird unser Angriff gesenkt. Und jetzt brauchen wir noch einen Angriff. Tackle zieht nicht so viel ab. Und somit wurde Bidiza besiegt. Bidiza wurde besiegt. Schillast erhält 61 Erfahrungspunkte. Yeah! Göre. Wie hieß sie nochmal? Ich weiß es nicht genau. Tipps für Trainer wahrscheinlich hier vorne wieder. Tipps für Trainer. Wenn du die Entwicklung eines Pokémon stoppen willst,
musst du den B-Knopf drücken, während es sich entwickeln will. Das Pokémon entwickelt sich dann nicht. Das nennt man Entwicklungsstopp. Das werden wir, denke ich, nicht tun. Gibt es hier noch irgendwie ein Item? Sieht irgendwie so danach aus, ne? Vorher begegnen wir noch einem wilden Pokémon. Ein Bidiza, ein wildes. Ich denke, da flüchten wir einfach wieder. So, du bist entkommen. Aber ich denke, da kommen jetzt noch ein paar Trainer. Und da ist ein Item, so ist es. Vorher müssen wir uns hier nochmal ein bisschen durchquälen. Da kommt bestimmt noch das eine oder andere wilde Pokémon. Aber ich denke, dass wir auch hier wieder flüchten. Ja, ist glaube ich keine schlechte Idee. So geht das ein bisschen schneller. So, schnell. Das ist Schutz. Das könnten wir auch gebrauchen. So greifen uns keine wilden Pokémon an. Vorausgesetzt, dein Team ist stärker als die wilden Pokémon, die sich hier befinden. Aber das wäre ja hier der Fall. Route 203 Richtung Erzelingen. Da sind wir doch auf dem richtigen Weg. So, durch da. Eine Höhle. Erzelingentor. Er will kämpfen. Oh, na guck mal. Du hast ja einen Pokic. Du bist noch nicht so lange Trainer, oder? Aber das ist nicht schlimm. Du bist schließlich ein Freund der Pokémon. Und daher schenke ich dir diese versteckte Maschine. VM6 erhalten. Das ist doch Zertrümmerer, oder? Diese versteckte Maschine, oder kurz VM, enthält die Attacke Zertrümmerer. Ein Pokémon, das diese Attacke beherrscht, kann kleinere Felsen zertrümmern. Aber um diese Attacke anwenden zu können, benötigt der Trainer den Orden der Arena von Erzelingen. Ohne diesen Orden kann ein Pokémon diese Attacke außerhalb eines Kampfes nicht anwenden. Gut, er möchte nicht kämpfen. Aber wir brauchen ja sowieso noch einen Orden. Daher müssten wir uns noch gar kein Pokémon dafür fangen, weil ich möchte diese Attacke ungerne Schlass erlernen lassen. Das mag ich dann nicht so gerne. Da können wir noch nicht durch. Aber wir werden angegriffen. Selbstverständlich. Und dort ist ein Zubat. Und ich habe mir überlegt, wollen wir nicht eventuell Zubat fangen? Für unser Team? Wir setzen erstmal Taylor ein. Und ja, Zubat möchte ich gerne dabei haben. Ein cooles Pokémon, das sich auch noch entwickelt. Und zur letzten Stufe müssen wir sogar Zufriedenheit erreichen. Bei Zubat. Damit er sich entwickelt. Und hier werfen wir schon unseren Pokéball. Nein, so nicht. Bälle, Pokéball. Und dann hoffen wir mal, dass Schlass drin bleibt. Im Ball. Din, 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 din. Ja, wir haben uns Zubat gefangen. Unser neues Teammitglied. Da, da, da. Zubat. Kein Spitznamen. Jetzt habe ich ganz vergessen, den Text zu lesen. Aber egal, wir machen einfach weiter. Da müssen wir wohl wieder kämpfen. Ja, ja, so ist das also. Wir akzeptieren Herausforderungen überall. Das zeichnet uns Trainer aus. Hoffentlich hat sie irgendwie Kleinstein oder so. Oder er. Camper Ole. Shinux. Okay. Nicht schlecht. Besitzen wir auch. Wohlgemerkt. Da setzen wir mal Tekle ein. So, Tekle. Bringt jetzt nicht so viel. Silberblick schwächt unsere Verteidigung. Ist natürlich nicht so dolle. Aber kein Problem. Ein Angriff fehlt noch. Ich hoffe, dass sich in Erzelingen ein Pokémon-Center befindet. Aber ich denke mal schon. Da
Da sollte sich ein Pokémon-Center befinden, auf jeden Fall. Plus 90 Erfahrungspunkte und Schulast hat schon Level 12 erreicht. Und gleich sollten wir, glaube ich, erstmal Zubat trainieren. Wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Oder wir stellen Zubat an die erste Stelle. So schlecht trainiert. Nein, immer weiter so machen. Dann wirst du dein Ziel erreichen. Ja, unsere Pokémon sind derzeit noch sehr geschwächt. Daher werden wir Zubat noch nicht an die erste Stelle setzen. Wir warten erstmal ein bisschen. Sie möchte kämpfen. Um zu feiern, dass ich diese Höhle überstanden habe, kämpfen wir jetzt. Gut, die Höhle war jetzt ja auch nicht so lang. Muss man dazu sagen. Sie besitzt zwei Pokémon. Die Heidi, Knospi. Okay, da wäre Zubat mal gar nicht so eine schlechte Wahl gewesen. Wenn Zubat schon Flügelschlag beherrschen sollte. Aber ich glaube, er beherrscht die Attacke noch nicht. Oder? Weiß ich nicht. Werden wir noch früher oder später erfahren. Da steht soweit fest. So, das war's mit Knospi. Und tschüss. Ja, plus 72 Erfahrungspunkte. Jetzt kommt Anton. Ja, da kämpfen wir mit Chillas. Und da können wir sogar die Pflanzenattacke einsetzen. Also Anton ist echt cool. Den mag ich sehr gerne. So. Absorber ist da, denke ich, eine gute Wahl. Vielleicht reicht das ja schon, um seine kompletten KP auszulöschen. Aber nein. Es ist zwar sehr effektiv und unser Pokémon wird auch noch ein bisschen verstärkt, unser Schlast. So, Absorber nochmal. Und dann haben wir Anton, denke ich, besiegt. Können wir auch Anton fangen irgendwann? Das wäre auch cool. Dann hätten wir ein Wasser-Pokémon. Nee, ich habe mir schon ein anderes Wasser-Pokémon überlegt. Ich glaube, das wird euch gefallen. Ich denke, man kann wohl auch einer Niederlage... Was könnte da jetzt wohl gestanden haben? Verkraften, sage ich mal. Das klingt, glaube ich, ganz gut. Erzling, wir sind schon da. Yeah. Oh, hallo Trainer. Besitzt du keinen einzigen Orden, werden andere Trainer auf dich herabsehen wie auf einen Anfänger. Und damit das nicht passiert, zeige ich dir, wo hier die Arena zu finden ist. Das ist aber nett. Er führt uns. Und da ist Diamant. Oh, da steht ja schon jemand und wartet. Nee, wir besuchen erstmal ein Pokémon-Center. Nicht, dass er schon wieder kämpfen möchte. Das hoffen wir mal nicht. So. Pokémon heilen, bitte. Ja, hier sollten wir Zubat noch nicht an die erste Stelle setzen. Denn hier sind ja nur Gesteins-Pokémon. Denke ich. Und da kann Zubat natürlich nicht so viel ausrichten. Das ist das Problem. Daher warten wir noch ein bisschen damit. So. Hi, Diamant. Was, wie? Oh, du bist das, Wilke. Hast du es doch bis hierher geschafft, aber du bist echt langsam, weißt du das? Du bist so langsam, dass Arenaleiter schon lange wieder weg ist. Er sagte, er wolle zur, oh ja, zur Erzelingmine. Ich habe meinen ersten Orden ja bereits, da ist mir das egal, aber... Aber? Das ist eine Band, 80er, 90er Jahre, ne? Waterloo? Der Arenaleiter ist in die Mine gegangen, um dort zu arbeiten. Er läuft ganz hektisch. Wenn ich mit meinen Turbotretern durch die Gegend düse, habe ich das Gefühl, alle achten nur auf mich. Ah, okay. Eine TM kann man nur einmal verwenden, eine VM beliebig oft. Es kann ganz schön verzwickt sein, sich zu entscheiden, welches Pokémon welche Attacke lernen soll. Gut.
Neuerdings ist es ja möglich, Pokémon unendlich viele TMs erlernen zu lassen. Also, dass man TMs öfters verwenden kann. Das ist ja jetzt möglich bei Pokémon Sonne. Ich meine, bei X und Y auch schon. Und ich glaube, ab Schwarz und Weiß, oder? Da bin ich mir allerdings unsicher. Hier in der Nähe befinden sich ein gewaltiger Bärt. Bärt. Wer ist ein Bärt? Ernie-Bärt oder was? Hier in der Nähe befindet sich ein gewaltiger Berg, der über alles hinausragt. Er teilt Sinnoh in zwei Hälften. Ich glaube, der Berg heißt sogar Kraterberg. Begrüßen wir erstmal hier die Frau. Jeder ist stolz auf die Miene. In dem Moment, wo wir hier stehen und uns unterhalten, graben sie unter dem Meer nach Kohle. Ich finde das einfach faszinierend. Ah, dann sind wir wieder beim Thema Minecraft. Sie sammeln dort Kohle. Da muss ich immer an Gronkh denken, der diesen Kohle-Song singt. Schlag, hau, Mascholo. Schlag, hau die Felsen weg. Ach, das hat er eher so ein bisschen gesungen, ne? Oder vor sich hergemurmelt. Da ist noch einer. Hi. Diesen Berg schmutzigen Sandes nennt man Abraumhalde. Das ist ein Abfallprodukt, das entsteht, wenn man Kohle abbaut. Alles klar, da haben wir schon was dazugelernt. Und hier sind überall diese Panierraupen. Und hier ist noch ein Häuschen. Da dürfen wir sogar rein. Du besichtigst die Mine? Wunderbar, das ist sehr gut. Es ist immer gut, wenn man sich bemüht, etwas Neues zu lernen und den eigenen Horizont zu erweitern. Und da läuft auch der Fernseher. Vielleicht läuft da ja Fußball. DFB-Pokal. Bayern gegen Dortmund. Erzelling-Mine. Vorsicht, fleißige Pokémon. Okay, dann wollen wir da doch mal nachschauen. Willst du kämpfen? Jeder, der in der Mine arbeitet, hat sein Pokémon dabei. Du kannst sie vielleicht herausfordern. Hahaha. Und da ist ein Mädchen. Es gab Pokémon, die sahen aus wie Steine. Das hat mich überrascht. Da ist noch, oh, ein Item. Aber wir werden schon direkt angegriffen. Und da ist ein Kleinstein. Kleinstein wird erstmal besiegt von Schillast. Absorber ist hier eine gute Wahl. Ist ja bekanntlich sehr effektiv. Yeah! So. Ja, Schillas wurde besiegt. Klasse. Das läuft doch echt gut. 62 Erfahrungspunkte. Das heißt, dass wir gleich Level 13 erreichen. Wir haben X-Abwehr gefunden. So. Ja, jetzt werden wir sehr oft angegriffen und ich denke, dass wir jetzt erstmal flüchten. Dann gehen wir schon mal ein bisschen nach unten und dort werde ich dann erstmal die Folge beenden. So, erstmal flüchten. Obwohl, jetzt hätte Schlast ja Level 13 erreichen können. Aber nein. Ja, das ist doch ein passender Ort, wo man die Folge beenden kann. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und bis dann, erstmal ciao.